Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Phils iPhone Blog. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Setup-Prozess des neuen iPad Airs. In diesem Fall werde ich euch das anhand der Cellular-Variante erklären. Dazu benötigen wir eine SIM-Karte und den SIM-Karten-Tray-Öffner. Als erstes legen wir gleich einmal die SIM-Karte ein, da wir die später für die Aktivierung des iPads benötigen. Nachdem dies geschehen ist, können wir den SIM-Karten-Tray-Öffner weglegen und können das iPad dann das erste Mal booten. Da dies für gewöhnlich etwas länger dauert, werde ich diesen Vorgang einfach etwas vorspulen. Nach knapp 12 Sekunden ist das Gerät dann hochgefahren und wir können mit dem Setup-Prozess beginnen. Als erstes werden die Ländereinstellungen vorgenommen. Wir wählen die Sprache Deutsch aus und das iPad stellt sich automatisch um. Ist dies geschehen, wählen wir noch unsere Länder und Regionen aus, welche gleich zu sehen sein werden. Diese benötigen wir für Einstellungen wie für die Tastatur etc. Im nächsten Schritt verbinden wir uns dann mit unserem WLAN-Router oder mit unserem Mac, falls wir nur eine LAN-Verbindung besitzen. Und solltet ihr wie ich ein Modell mit Cellular-Modul besitzen, könnt ihr auch mit den mobilen Daten fortfahren. Nachdem ihr eine aktive Internetverbindung habt, wird sich das iPad nun aktivieren. Im nächsten Schritt aktivieren oder deaktivieren wir die Ortungsdienste und können dann das iPad als neues iPad einrichten oder es aus einem iCloud-Backup wiederherstellen. Ich werde das iPad jetzt als neues iPad konfigurieren und verbinde es nun mit meiner bestehenden Apple-ID. Als nächstes muss ich noch die Nutzungsbedingungen bestätigen und dann beginnt das iPad auch schon mit der Einrichtung meiner Apple-ID. Wenn dies geschehen ist, können wir noch festlegen, ob wir die iCloud-Funktion sowie die Mein iPad-Suchen-Funktion verwenden wollen. Anschließend konfigurieren wir noch die iMessage- und FaceTime-Einstellungen und dann war es das mit der Cloud auch schon. Wir werden nun noch die restlichen Einstellungen des iPads vornehmen, wie eine Codesperre einstellen, welche ich jetzt mal auslassen werde, Siri aktivieren oder deaktivieren, Diagnosen senden oder nicht senden und zu guter Letzt das iPad natürlich bei Apple registrieren. Und das war's auch schon mit dem Setup und wir können mit der Benutzung des iPads beginnen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls ihr noch Fragen habt, stellt diese unten in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und Channel abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand von Phils iPhone Blog seid.